schon. Das ist echt komisch geworden. So, los geht's. Musik wird pausiert. So, ich muss mir nochmal alle Kräfte zusammennehmen und hoffentlich wird es ein geiles Match. Geiles Finale. Best of 3 ist es. Mal sehen, vielleicht sehen wir auch endlich mal ein BO3, so wie vorhin bei Fnatic S-Ray. So, SKT. Robber in Mitte gespottet. Oder allerdings gesmoked. Keine Ahnung, wie viel da jetzt ansagen konnte. Oh, 4-1 für die Bayern. Also nicht für die Bayern. Gegen die Bayern. So, wahrscheinlich geht's Mitte raus. Robban hat eine Flash. Hat, ja, der, wird die Flash gezückt? Oh Gott. Ich glaube, die ging in die Hose. Robban nur noch 4 HP. So, Smoke kommt. B-Split wird das. Hurricane macht einen. Wird getötet von Get Right. Forest steht noch. Exist Modi und nochmal Forest. Was habe ich denn? Forest Freeze, mein Herrn. Das ist jetzt aber wirklich scheiße. Ich meine, Forest heißt ist nur gut und Freeze heißt Forest Bambi. Das ist super verwirrend. Ich entschuldige jetzt schon alle zukünftigen Verwirrungen, die dadurch entstehen. So, SK komplett Digis gekauft. Fnatic blockt wieder kurz, haben sie vorhin auch schon gemacht. Sehr kurzlässig gespielt. Fnatic auch überhaupt kein Risiko. Alle Farmers mit Helm. Freeze spielt USP, saved auf AWP. Bombe ist auch schon down, also in der Runde wird nichts mehr anbrennen. So, wie gesagt, brennt nichts an, noch keine Waffe verloren. Selbst wenn, hätte Freeze die picken können. So. Kann ich jetzt auch offline gehen und mich komplett hier drauf konzentrieren. Twitch leckt schon den ganzen Tag, ich hoffe nicht. So, nochmal der Eco von SK komplett überlang. Modi hat jetzt eine schöne Posi. Das sind zwar die Headshots, aber... Delpan macht den Headshot. So, 3-0. Auf geht's. Erste Equipped Round bei SK. Erste Full Equipped Round. Oh, habe ich da eine AK bei Delpan gesehen? Okay. Da müsste anscheinend schon Gedanken gemacht, dass sie hier gegen Fnatic spielen werden. Weiterhin Doppel-AWP bei Fnatic, haben wir vorhin auch schon gesehen. Von Freeze und Kerrigan in der Mitte und dann lang. Die da auch First Track gegangen sind. Keinen bekommen. Robban deckt von Tebes, cut das ab und zu viert wird lang eingenommen. So, da gab es eine schöne Flash. Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, sie wissen noch nicht, dass der Pan keine hat. Oh, Bombe angesagt. Freeze stirbt. Ach, Getred direkt mit Gesicht hinterher. Die Runde sieht gut aus. Das heißt gut, die ist gut wie gewonnen. Fnatic zieht sich auch komplett schon weg. Schade, wenn Freeze ein bisschen aggressiver früher ist. Also früher zielt. Dann hat er einen und kommt noch weg. So ein bisschen zu spät rumgezogen. Hatte natürlich auch Angst, dass vielleicht Gruber AWP ist. Ich glaube, sie wussten das noch nicht, dass Delpan keine hat. Vielleicht ein
kleines Special von SK, dass sie jetzt nicht auf AWP setzen und vielleicht deswegen ein bisschen anders spielen, vielleicht ein bisschen nicht so wie Fnatic das vielleicht erwarten würde. Hat das gepusht von Modi und Exist? Hier ist noch von Modi und Gux. Oban der Einzige davor. Exist zieht jetzt nach. Oban wird weggeflasht. Sehr schön. Oban macht gar nicht mal so viel Schaden. So lang wird jetzt eingenommen. Kerrigan wurde noch nicht. Oh Gott. Kerrigan, warum platzt du denn da? Ah, zum Glück noch ein Frag gekommen. So, Forrest kann nochmal gegenflechten. Bombe ist schon durch. Oh, die Runde ist ganz eng. Schöne HE. Mal zu boosten. Dann sieht er nix. Scatred passt aber auf beim Boost. Sehr smart gespielt. Jetzt hat auch der Van AWP, hat sie glaube ich gepickt von Fries oder so. Du guckst, macht noch einen Exit-Frag. Allerdings zweite Runde hintereinander verloren für Fnatic. Forrest noch mit keiner einzigen Frag. Müssen wir jetzt auf jeden Fall sparen. Gux wird wahrscheinlich irgendwo offensiv geschickt. Vielleicht geht's Cutters rein, vielleicht kriegt er eine Smoke, hat sogar noch eine Flash. Also damit kann er schon was machen, vielleicht geht er auch Mitte hoch. Smoke sich ja selbst und geht mit auf A. Auch okay. Auch noch lang. Gefällt mir, dass sie da was stacken und Gux vor allen Dingen nicht allein irgendwo lassen mit der Waffe, sondern so, dass es ein Mate noch picken kann, wenn er jetzt davon allein ist. Was geht über Steg? Kein einziger Gegnerkontakt. Sehr schön. Kommen wir an zwei, also mit Gux insgesamt zwei Waffen. Ach, schöner Spray von Gux. Ich weiß nicht, warum er jetzt ange. Ah, nein. Ich weiß nicht, warum er jetzt noch Steg geht, anstatt einfach mal abzuhauen. Warum safen sie die Waffen nicht sicher? Verstehe ich nicht. 3 zu 3. So wichtig fürs Geld einfach als CT. Jede Waffe, die man dann safen kann. Einfach 3-2, die man spart. Kerrigan scheint AWP zu haben. Der schnell auf Plateau. Vermute da in der vorhoppelt auf Contact. Fries auch wieder mit Awe. Also man spielt hier sein Standard. SK ganz breit aufgestellt und jetzt geht's wieder kurz.
letzte fünft in der Mitte. Okay, get right deck def lang. So, Fnatic, aber auch null Kontrolle. Und das, obwohl sie zwei AWPs haben. Ich stehe halt an Positionen, wo sie nicht wirklich viel Kontrolle kriegen. Nur, dass halt Kerrigan reinziehen kann. Gux muss trotzdem bleiben. Fries macht den. Wird jetzt. Jetzt ist er abgeflecht. Sehr schönes Timing. Ist er abgeflecht und genau dann ist rumgekriegt worden. So, Motti macht den Frag an lang. Überzahl aber noch für SK. So, noch eine Flash. Sehr schön gespielt. Schöner Schuss von Fries. Sehr schön die Runde ausgespielt. Gute Flashes. Guter Retake. Ach man, das ist so kacke, dass immer wieder Comments kommen, dass es laggt oder so. Ich werde halt auch nicht schlau daraus, woran es liegt. Bekommen. So, ähnlicher Aufbau bei SK. Man wird wahrscheinlich wieder in die Mitte schieben. Ne, diesmal nimmt man lang ein. Also man variiert da. Vielleicht nimmt man nur lang ein und dann gibt es einen normalen A-Split, wenn einer Gruppe geschickt wurde. Jetzt gibt es die Flash von Fries. Da wird der Supporter abgeflecht, allerdings nur einmal. Modi macht ein. Flash kommt. Fries kommt auf Spot. Robban spekuliert da auf einen Verschieber. Eine schöne Posi von Gux. Oh, Delban gewinnt das Duell gegen Fries. Exist vom Element. Im Zusammenspiel mit Gux machen da die Cracks. Schön Vorgame von Robban. War da instant drauf. Boah, schöne Shots von Robban. Hält die Runde offen. Oder entscheidet sie quasi. Delpan bricht sogar den Plant ab. Krass. Krasse Runde von SK, von Robban vor allen Dingen. Sehr schön gespielt in der Mitte. Wechsel nicht zu Ornd. Kann ich an dieser Stelle ausschließen. Wieder Full Echo bei Fnatic. Ist wieder komplett versammelt. SK findet aber die Lücke. Wieder. Ne, diesmal keine Doppel-AWP. Fries, einzige mit Abe. War die Haese zu gut. Geht so. Ah, Gux war katastrophisch, überlebte allerdings. Kein Damage gebracht. Schade, Face Low. Sehr schnell kommt die Refrags. Alle in die Katas versammelt. Schöner Riecher von Fnatic. Boah. Deine Katas zu blocken, wenn SK auch über Katas aufbaut.
So, Fries könnte da eigentlich mal schon längst auf Spot sein. X ist komische Posi und Fries zielt nicht rein. Deckt da lang ab. Okay, ist direkt zur Stelle. 5 zu 5, auch ein netter Schlagabtausch. Pistol hatte Fnatic gewonnen, oder? Ja. Schade, dass sie viel auf 480p schauen. Aber reicht anscheinend doch noch aus. Bang. Boah, Kerrigan. Kurzoffensiv gewesen. Kriegt von Getright. So, wie reagiert Fnatic auf den First Track? Modi muss ich da. Modi hat die AWP gepickt. So lang wird es eingenommen und da kommt Fixist an. Boah, wenn da einer durchjumpt, der macht halt nur einen. So, Reflect Corp. What? Forrest muss dem halt Instant geben. Wenn die Fläche weiter rauskommen, dann sind die Verschieber auch blind. So, Modi noch auf Spot. Gux kommt. Boah, Modi wird da in die Zange genommen. Hat es doch noch gereicht, die Spieler in der Mitte aufzuhalten. Und die Runde können sie easy runterspielen. Robban kann das jetzt auch schon ansagen mit der einer rein, dass sie safe, oder? Will das echt noch versuchen? Die wollen es echt noch versuchen, vielleicht noch ein paar Exit-Tracks zu machen. So, schönes Timing von Robban. Fries schon abgehauen. Das verstehe ich dann allerdings nicht. Also entweder. Wenn wir mal versucht haben, gemeinsam so ein Retake oder. Aber wenn dann einer einfach nur vorgeht und irgendwie so Frags ziehen will, ich weiß nicht, ob das alles was bringt. Was, 5 zu 2 für Dortmund? Also nicht, dass mich Fußball nicht interessieren würde, aber. Dass sie so abgeschlachtet werden, krass. Aber gut. Dafür gewinnt sie vielleicht die Champions League. So, wieder gibt es Katas Push. Der hat allerdings diesmal nicht so erfolgreich ist. Ah, Exist. Sehr schöne Refrags. 3 gegen 3 Situationen. Und die Bombe ist down. Und die Frage ist, ob Modi das angesagt hat. Oder ansagen konnte. Wo ist sie denn genau? Buggy Shit. Nein. Frag verpasst. Weil ich diese Tricksbombe gesucht habe, der irgendwo Cutters sein muss. Das wird die nächste Runde für Fnatic. 6 zu 6. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Hat allerdings noch. Oh Gott, kommt er echt noch zum Planten? Fries. Leichter Fu. Oh, er kommt echt noch durch. So, oh krass, er kommt noch zum Planten. Super wichtig. Und jetzt hat er vielleicht sogar noch die Chance, ein, zwei Frags zu machen. Oh, Kerrigan, die spielt super safe. Kerrigan geht noch über lang. Warum kommt Kerrigan jetzt nicht vor? Er weiß es doch nicht. Oh, oh Gott, Face. Face macht 203. Krasser Scheiß. Aber super, super fahrlässig von Fnatic. Alter, wie er das noch gewinnen konnte. Da wollte es Fnatic super sicher spielen. Kerrigan noch über lang schicken, aber warum er denn nicht einfach vorkommt und Druck macht, bleibt er irgendwie in der Grube stehen.
Face war ja auch irgendwie Headshot-Trampe oder so. Ich weiß nicht, das war vom Timing alles sehr seltsam. Aber wenn man da einfach zu dritt irgendwie schräge hoch, ja nicht schräge, aber einer vielleicht über Steg und zwei Base oder andersrum. Das hat meiner Meinung nach viel zu lang gedauert. Und anscheinend wusste sie es wirklich nicht, dass die Bombe da down war. Das hätten sie sicherlich auch anders gestanden oder anders gespielt. So, jetzt nochmal ein AWP-Duell. Deppan sieht nur Schlitz. Oh, Mordi. Boah, krass, er hat, glaube ich, einen Spray noch einen Headshot gemacht. So, Xist macht 2. Kommt sogar noch weg. SK komplett auseinandergerissen gerade. Fnatic aber auch. Freeze hat B-Safe mit auf Plateau mit AWP. Bombe ist langdown, dass wenn er sie jetzt pickt, wissen sie eigentlich ungefähr, wo er ist. Wo die Bombe ist, theoretisch. Es soll wohl B gehen, da kommt es gleich auf Freeze an. So, man wird da anscheinend Delpan jetzt vorschicken. So, wird verschossen. Gegenflash kommt. Face. Da weggedreht, sehr schön von Freeze bisher. So, beide über Katas. Sehr schön. Sehr schön Vorgang von Kerrigan. Wusste da anscheinend, ja, die Ansage muss gekommen sein, dass Face da die Bombe hatte und die Bombe down ist. 6 zu 8. Also, es fängt er echt gut an hier. Irgendwie so ein Geheimtrick soll sein, auf 480 runterstellen, dann auf 27 nochmal hoch. Aber pff, fragt mich, ob das was bringt. So, nette Roffelwaffe bei Delpan. Gut, die ist natürlich ziemlich stark. Kerrigan First Track an lang, so. Auf A sind sie drauf. Bombe könnten sie eigentlich safe legen. Warum stirbt da jetzt einer? Keine Ahnung, warum Delpan da jetzt sterben muss in der Mitte. Boah, es geht da auf Gesicht. Bei dem ist halt irgendwie der Boden drin. Gut, vorhin ging es noch einigermaßen. Modi finde ich den Fnatic holt tatsächlich noch 7 Runden. Krass. Und das, obwohl sie vorhin irgend so eine dumme Runde abgegeben haben. Ah, die ist 1-3 gegen FaZe. SK trotz Pistol nur 8 Runden, das spricht nicht unbedingt für sie. Orkbite. Oh, Orkbite war doch, glaube ich, dieser Strampler. Da gibt es lustige Bilder von den ganzen Fnatic-Leuten, die in da so übergroßen oder so riesen Ganzkörperanzügen stecken. Ich mal kurz einen Schluck nehmen. Eine USP bei Gux. Sonst habe ich nur Weste gehört. Forest hat Equipment. Freeze. Schon wieder Todesgang Boost. Och, aber man kassiert schon das Tor. So, was macht man jetzt mit der USP?
Power, ne? Doppelbug, quasi. Das ist nett, der eine zieht super Schlitz, der andere wahrscheinlich eher so auf Durchspringen, ne? Genau, sie ist ja gerade reden. So, Modi hat schon lange eingenommen. Guckst hier nach. Modi doch auch noch USP, also Doppel-USP habe ich übersehen. So, Mitte wurde ausgespottet. Der deckt langen Robbern. Oh, jetzt die Flash wäre perfekt. Hey, ist jetzt einigermaßen auch noch mal ganz gut HE. Schön. Aber Bombe down. Sehr schöne Runde von Getrild. Krasse Runde von Getrild. 4K in dieser Pistole. Und das ist die zweite Pistole, die es an SK Gaming geht. SK Rockstar. Was auch immer Rockstar ist. Ist das ein neuer Sponsor von denen? Weiß es gerade nicht. Doch, ich glaube, Alexander The Slash Müller hat da letztens irgendwas gesagt. Oder irgendwas getwittert. Ich glaube, da gibt es einen neuen Sponsor. Was auch mal Rockstar ist, keine. Ah, ein Energy Drink. Danke. Ah, da taucht doch irgendwie alle paar Monate, jedes Jahr gibt es irgendwie so einen neuen Energy Drink. Der sponsert dann mal kurz ein Team und dann ist er wieder weg. Damit kann mich auch an Rhinos erinnern. Hat auch irgendein EPS-Team, glaube ich, so gehießen. Oder. Irgendjemand wurde von denen gesponsert oder so. Und danach nie wieder was von denen gehört. So, Fnatic hat gekauft. Carrion tickt da allein lang ab. Sowas verstehe ich nicht. Also. Schönes Doppel von SK. Face überlebt auch noch, kann jetzt noch Gegenfläche. HE sitzt. Schöne zweite Flash aufs Plateau. Nice. Sehr geile Runde von Face. Ja, und Carrion, was ist denn zu machen? Was ich, so manchmal, so kleine Sachen im Aufbau verstehe ich nicht. Bei Fnatic. Also weiß nicht, ob das jetzt angesagt ist oder abgesprochen, dass er dort steht, oder ob es eigene Entscheidung ist. Ich meine, natürlich, wenn sie B draufkommen, dann kann er natürlich von hinten kommen und noch die Runde entscheiden. Allerdings ist die Runde dann eher dadurch entschieden, dass sie überhaupt auf B raufkommen. Er kann sie dann vielleicht noch drehen, aber was ist, wenn sie sterben, so wie jetzt? Da kann er seinem Team überhaupt nicht helfen. Somit dritte Runde für SK. Da spielt jemand an der Pause, im Pauseknopf rum. Ja, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Rockstar eigentlich schon bekannt? Oh, ja, keine Ahnung. Muss ich wohl mal probieren. Ace von Face. Moment. 1, 2, 3, 4. Nee. 1, 2, 3, 4. Forrest hat den anderen gemacht, anscheinend. Naja, ich hau mal kurz einen Werbespot rein und. Hoffe, es geht nicht weiter, dass sie nicht überlappt. Tja, da ich natürlich auch
Auf einem Haltefahr ohne Delay bin. Es ist auch live vor Ort, direkt so die Pause, wie sie hier ist. Zweite Map, an alle, die es schon wieder vergessen haben, wird die Nuke sein. Erste Mal heute an diesem heutigen Tag. Sehr gespannt auf Nuke. Oh, es geht weiter. Ich habe gerade einen Sound gehört, geht noch nicht weiter. Wurden dann die Waffen gewechselt. Oh, es geht weiter. Ja, ich bin ja immer noch auf Haltefahr. Also, wer jetzt Pause gemacht hat, weiß ich nicht. Es ist immer noch ein Haltefahr, aber halt ohne Delay. So, Full Eco bei Fnatic geht Mitte raus. Da steht Forest am Loch. Keine Probleme. 4 SK. 4 zu 0, 12 zu 7. So, wer hat AWP? Fries hat sie. Amigo, nein, das ist das letzte Match von heute. Für heute. So langsam reicht es dann auch. Es ist das fünfte Match, glaube ich, was ich cast und streame. Ist ja auch das Overall-Finale. Und danach bin ich offline. Streame schon seit 10 Uhr morgens. Also halb 11 oder so ging es los dann, aber seit 10 Uhr ist der Stream an ungefähr. Findet ihr den Mann eingenommen? Den Fake auch gerne weit setzen, der irgendwie nicht wirklich geholfen wurde. Aber Delpan mit Insta-Refrag. So 3 gegen 3 Situation. Forrest kommt über hinten, über lang, wirft die Bombe rüber. Delpan wird die ganze Zeit weggeflasht. Boah, Forrest jetzt hin. Sehr schön, macht den Frag. Wo haben sie hingelegt? Boah, haben zu lang gelegt. Kurz. Modi. Boah, er hockt in der Smoke. Boah, Face sieht ihn, Face passt auf. Krass, also D2 auf jeden Fall Face Map, würde ich sagen. SK 5-0.
Mitte geboostet. AWP zielt. Die Frage ist, ob das Mitte noch rausgehen wird. Fnatic nochmal gekauft, was ging. Kurz wird schnell eingenommen. Forest kann das, glaube ich, sogar hören. Wenn es nicht allzu. Ach, was mache ich denn, wenn es da nicht allzu laut ist? Auch immer ein schlechtes Timing. Schöne Gegenfläche von Getright. Die HE sitzt. Oh Gott, Getright. Er ist gerade blind von Gerdy geworden, glaube ich. Nur reingeholzt. Schön. Kerrigan kommt es auch über lang. Und Kerrigan kriegt seinen Frag, den er sich durch gutes Stellungsspiel verdient hat. Fnatic somit in der ersten T-Runde. Kann natürlich noch mal kaufen. B-Bang, Kerrigan Mitte oben allein. Kerrigan jetzt schon wieder in der Aufstellung allein. Ist drauf. Free Frag. Forest ist da. Ich glaube, der hat sich noch nicht verraten. Bin nicht sicher. Sehr schön geschossen von ihm. Plateau. Schöne Flash. Boah. Kann. Boah, hab ich ja direkt töten. Und Freeze mit 2 HP oder so. Ganz low war. Boah. SK holt sich die Runde. Und Fnatic wird nicht so viel Geld haben. Das wird wohl oder übel die erste Map für SK. So, da wird ge... What? Mega, konnten die sich eine AWP aus dem Hut zaubern? 2 sogar? Mich verarschen? Egal. So, wir hätten jetzt Freeze und Kerrigan natürlich. Diesmal Super Dev. SK blockt kurz. SK natürlich auch allerdings sehr, sehr defensiv. Kerrigan macht den First Track. Versucht auf B direkt nachzulegen. Forest macht aber beide. Kerrigan hatte es da ein bisschen schwer, dass der Bait da so vor ihm rumhampelt. Allerdings macht Kerrigan solche Fracks sowieso nie. Wobei, das ist ein Unmöglicher, den macht er. So, Bomber können sie langsam mal legen. Dann Freefake kann jetzt auch kurz ansagen. Versuchen sie es jetzt wirklich noch gegen 2 AKs mit einer AWP? Oder hat Delpan geswitcht? Ne. Flash. Sehr schön verteidigt. Krass. Ich weiß nicht genau, warum sie jetzt kaufen konnten, aber egal. Nächste Runde für Fnatic. Vielleicht kommen sie ja doch nochmal ran. Schauen, ob Delpan wieder auf Frag geht in der Mitte. So, 2 kann Delpan auf jeden Fall mit ansagen. Er hat 2 Smokes gesehen, schiebt doch zum A. Oh, das haben wir schon mal gesehen von Getright. Also die Aufstellung. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, er ist da. Ja, okay. So, Robin mit der Allen vielleicht. Ich glaube, Allen hat das auch da immer so
Hatte er auch manchmal so eine Aufstellung, wo Allen da die Position von Robben hatte und da so über die Kiste flecht und dann vielleicht mal gegen diese Kante. Na. So, jetzt gibt es einfach einen ganz normalen Ass-Split. Forest CDB ist allerdings da zum Supporten, also die Runde. Jetzt kommt es halt, wenn sie lang. Schwierig. Oh, Getred macht den Headshot. So, kann Delpan jetzt helfen? Boah, Fries verschießt und Delpan passt auf. Ach, schade. Da kommt es halt nur so auf Kleinigkeiten an. Tja, SK Destroy safe, wenn sie da lang halt den. Wenn sie da lang irgendwie abflächen nach links und Getrite töten, dann sind die A natürlich extrem unter Bedrängnis und die Runde sieht schon wie ganz anders aus. Allerdings diesmal besser gehandelt von SK. Schöne Pose von Getrite in der Situation. Wurde halt nicht wirklich mit gerechnet. So, Fnatic, SK traut sich auch was. Haben wir das Draw im Rücken. Delpan wieder einfach mal Mitte hoch. So, schön hochgesprungen bei ihm. Hat das allerdings schon ausgeschlossen. Lässt die Mitte auch gegenflashen. Komplett eingekesselt. Robban kommt auch schon über hinten. Aber wenn er jetzt rumzieht, hat er Exist. Ne, der ist reingekommen. Oh. Get right, Mitte oben rechts. Mitte oben rechts. Schön gemoved von Modi. What? Modi macht einfach mal durchs Tor. Und One. Ne, One and Two. Exist. Hat die AK. Kann das machen. Hat sogar die Bombe. Robin kommt auch über Steg. Kommt zum Planten. 52 HP. Kann er machen. Wenn er jetzt nicht blind wird. So, Prefire kommt. 23 HP, jetzt ist. Boah, schade, er macht nochmal einen guten Headshot. Allerdings geht die erste Map an SK Gaming. Fnatic nicht wirklich überzeugt als. Also, als CT super, super stark gespielt. Als Terror hat es dann irgendwie doch gemangelt. Ja, wir sehen uns gleich wieder auf der zweiten Map, den Nuke, im großen Finale der Intel Third Generation Challenge. Der erste Platz, ja, der jetzt erste rausgeht aus dem Match, der Sieger quasi, wird 10.000 Dollar einstreichen. Der Rest geht leer aus, also es geht um einiges. Wir sehen uns gleich wieder auf Nuke. Bis gleich.